dass ich mal so ein bisschen mal gucke, dass ich ein paar Partner mit ins Boot hole, weil der ganze Scheiß momentan alles teurer wird. Aber richtig hart. Also für meine Verhältnisse schon. Also ich momentan bezahle ich mich dumm und dämlich mit irgendwelcher Scheiße, die ich früher nicht bezahlen musste, aber jetzt bezahlen muss. Weißt du? Je länger du selbstständig bist, je länger du einen Angestellten hast, desto mehr komische Rechnungen kommen bei dir an. Und ich sehe tatsächlich meine Zukunft wohl auch ein bisschen im Autohandel, aber jetzt nicht mehr so richtig, weil letztendlich mit alten Gurken, mit günstigen Autos verdienst du leider kein Geld. Warum? Weil das Leute kaufen auch, wenn du für 1000 Euro irgendwo ein Auto kaufst oder für 1200 Euro ein Auto mit neu TÜV kaufst. Gehen wir von aus, okay? Und das Ding hat irgendeine Kleinigkeit. Und wenn du wegen jeder Kleinigkeit zu diesem Händler hinfährst, der das Ding verkauft hat, ne? Und hier jeder Kleinigkeit und dann die Kiste gefühlt dauerhaft bei dir rumsteht, dann hast du irgendwann als Händler, sagst du dir im Moment, sag mal, warum mache ich so eine Scheiße eigentlich? Dann kann ich eher so 2 Jahre alte Leasingrückläufer verkaufen oder irgendwas. Aber momentan habe ich das. Hardcore, ne? Das merke ich. Dann habe ich das Problem, meine Miete wird nicht mehr günstiger, meine Nebenkosten sind gestiegen. Also ich will euch gar nicht erzählen, was jetzt hier ihr allein mein Stromanbieter von mir haben möchte jetzt. Und ich muss ein bisschen gucken, dass ich halt so ein bisschen meinen Arsch auf den Boden kriege. Und vor allem, wir bauen auch eine neue Werkstatt, ne? Für Gordon, die neue. Deswegen. Also, das ist ein Thema für sich. Deswegen muss ich mir langsam mal was ausdenken, dass ich Partner mit reinhole. Natürlich will ich auch damit nicht auf den Sack gehen. Aber wäre für mich ein bisschen einfacher. Weil ich muss ja auch so einen Mann wie Gordon, den muss ich auch bezahlen, ne? Und sowas. Und ich muss halt gucken. Bei genau was greift die Gewährleistung? Eigentlich bei allen. Alles, was kein Verschleißteil ist. Ja, Kabi, auf dem Bock werde ich wohl nicht mehr sitzen. Also, ich habe halt zwei Varianten. Entweder ich kriege meinen Arsch auf den Boden, hummel Partner mit rein, Sponsoren mit rein, vielleicht auch mal mein Placement zu machen, was andere YouTuber auch machen, aber halt vielleicht nicht so mega abgefuckt nervig. Und hier macht mein Autohandel normal weiter. Oder ich muss mich halt immer wieder verkleinern. Ne? Dann muss ich halt wieder sagen, okay, ich habe mich ein bisschen was aus dem hier Fenster gelehnt. Ich lehne mich mal wieder ein bisschen zurück, weißt du? Habe ich aber eigentlich gar nicht vor. Ne? Ich würde ja ganz gerne mit den Gurkenladen durchstarten. Nur halt, ich muss so ein bisschen schauen, dass es sich alles irgendwie für mich auch lohnt. Weil ich bin ja auch irgendwie auch Geschäftsmann geworden. Ihr wisst, was ich meine. Das ist das Ding. Und es wird auf jeden Fall nicht weniger werden, wollte ich gerade sagen. Ich habe jetzt mittlerweile gelernt, als Selbstständiger, ich habe auch Michi mich auch beraten. Michi ist ja auch schon sehr, sehr lange selbstständig, hat auch, ich glaube, 8 Angestellte aktuell am Laufen. Und er sagt auch, es wird niemals, wenn du selbstständig bist, eine ruhige Zeit kommen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast eine Sache durch, sagst wunderbar, alles bezahlt, alles toll, dann kommt das nächste. Es kommt immer irgendwas. Irgendwas kommt immer. Das heißt, ich muss mal ein bisschen gucken, dass ich mir halt nochmal ein Stammbein dazu hole. Auch, ich sag mal, ne, ich muss da auch nicht unbedingt die Millionen mitmachen, aber vielleicht sollte ich mal irgendwie gucken, dass ich vielleicht ein bisschen was tüdel, ne? Und das sollte ich machen. Ich habe so viel Fläche, habe ich nicht, Alter. Bei uns ist jedes Regal voll, bis oben hin. Jedes Fahrzeug hat einen Stammplatz. Die Halle ist komplett voll. Was meinst du, wo ich ein Außenlager habe, Alter? Die alte Werkstatt kannst du nicht nutzen, weil die keine richtige Werkstatt ist. Da ist halt das Lager. Da liegt halt alles drin. Weißt du, da liegt alles. Einen wichtigen Teil, alle Schrauben sind eingelagert, da sind alle Verschleißteile eingelagert. Es hat alles einen Platz. Ne? Und das Büro nutze ich jeden Tag. Das seht ihr nur nicht im Video. Alter, soll ich mit euch jetzt Videos machen, wie ich meine Steuererklärung mache oder was? Wisst ihr, was ich meine? Olli, es klingt gut, aber der Twingo kommt ja an guten. Ne? Mach OnlyFans, ist eine Idee. Nee, wie gesagt, ich muss dieses, ja auch mit Fiete bewerben. Ihr habt auch gemerkt, ich bewerbe mittlerweile viel offensiver das Gurkenmuseum als früher. Ne? Viel offensiver, ne? Also ich habe auch früher hätte ich niemals einen dicken Werbeclip eingebaut für das Gurkenmuseum. Also ich muss ein bisschen mal gucken. Wenn ich diesen ganzen Kram so ein bisschen hier, ich muss das so ein bisschen hinkriegen, dass ich jetzt euch mit ein bisschen Werbung betüdel, euch es aber nicht so hart auf den Sack geht. Ne? Amazon Partnerprogramm? Ja, Alter, ich habe nicht mal Amazon. eBay Partnerprogramm wäre ich dabei. eBay bestelle ich eigentlich mal alles. Ne?
Ja, Fiete ist raus bei Kleinanzeigen. Wisst ihr, warum Fiete bei Kleinanzeigen raus ist? Weil ich über Kleinanzeigen als Trabi-Mieter nur irgendwelche Idioten gekriegt habe. Aber was für Pfeifen teilweise. Also manchmal auch gute Leute, ne? Aber drei Viertel davon sind Pfeifen. Jetzt ist es Mund-zu-Mund-Propaganda und YouTube. Ich meine, Fiete war ja eh hauptsächlich für euch gedacht. Weißt du? Für euch, als Community, um mal so ein Trabi zu fahren. Das war der Hauptgrund, warum ich Fiete gemacht habe. Fiete war nie großen Grund, dass ich damit dicke Hohle mache oder irgendwas in der Art. Überhaupt nicht. Alter, ich wohne aus Friesland. Wer mietet da einen Trabi? Nur die Verrücktesten, ne? So wie wir. Nee, aber das ist das Ding halt, ne? Ich hab sogar jetzt so ein Zeug da. Wir haben das Problem bei uns. Wir saufen zu viel Energy. Gordon und ich. Wir haben beide gut zugelegt. Obwohl gut, ich finde das so wie vorher, aber meine hier, wie soll ich sagen, meine Figur leidet trotzdem noch. Ich will gerne ein bisschen schlanker werden. Also ein bisschen auf die Hände laufen und so, weißt du, wie früher. Tu ich mir so nicht, aber egal. Auf jeden Fall saufen wir ziemlich viel Dingsen. Ach so, komm aktuell mal Lottes im Museum. Ich habe heute ein sehr gutes Video gemacht. Das kommt mit Drohnenaufnahmen und so. Und Drohne, die ich gegen die Wand geflogen habe. Ich habe die echt original gegen die Wand geflogen und das arme Ding, Alter, voll abgestürzt. Ah, fliegt immer noch, alles gut. Trabi wurde in Berlin, kenne ich, ja klar. Aber ich bin ja nicht in Berlin. Aus Friesland, Alter. Wer mietet aus Friesland einen Trabi? Nicht viele. Was mit dem Kübel? Der ist eigentlich fertig. Aber er muss noch ein bisschen. 80 Kilo nicht, 100 reicht. Ich habe jetzt so ein Probepack zuschicken lassen von, wie heißt das Zeug? Den Namen schon wieder vergessen. Warte mal, ich guck mal kurz Google. Was ist das Zeug nochmal, Alter? Wo ist das? Das ist mein E-Mail-Fach. Gelesen. Wo ist gelesen? Gesendet. Das passt auch ganz gut. Kennt ihr, warte mal, kennt ihr das Zeug? Warte mal. Hat das schon mal einer von euch gesoffen? Ich hab's noch nicht probiert. Tatsächlich. Ich hab's noch nicht probiert. Alter, ich will eBay. Ach nee, machen wir mal anders. Google's besser. Kennt er das Zeug? Das hier? Kennt das einer? Ist übrigens keine Werbung, ich krieg da keinen Pfennig für. Ne? Ist doof, an euch ganz doof gefragt jetzt. Holly? Holly Energy? Das ist irgendwie so ein Pulver mit Wasser und so, ne? Aber sieht voll teuer aus. Das haben sie mir zugeschickt. Zum Probieren. Und da soll ich irgendwie, ne? Und ich habe jetzt gedacht hier, dass ich jetzt mit Gordon das mal probiere und wenn das Zeug okay ist, dann nehmen wir das mit rein. Mal schauen. Aber dieses Ding finde ich, aber ich weiß auch nicht. Das ist Y-Food der Gurken. Das weiß ich auch nicht. Kennt das nicht? Kennt ihr das? Wahrscheinlich kennt ihr es alle nicht, weil hier, wenn ihr es kennen würdet, dann würden sie mich ja nicht anrufen. Müller-Milch läuft auch, Amanda. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Ich probiere es auf jeden Fall mal. Also probieren tue ich es auf jeden Fall mal. Mal gucken, was es ist. Ja, wir saufen ja alle Energy und so was. Also Gordon säuft Energy, ich sauf auch Energy. Weißt du? Ach hier, der Hamburger Lacker hier, Dingsen hier, weißt du nochmal hier. Oh, wie heißt der? Den mache ich ganz gerne. Ach, scheiße. Ich gucke momentan so wenig YouTube, ich komme da kaum zu, weil ich momentan so ein bisschen durch die Gegend laufe. Was nicht geholt hast, kein Wunder, Alter. Probierpaket kostet 20 Euro, hätte ich mir auch nicht geholt. Kann man sowas nicht selber machen? Gurken Energy. Leute gesucht, die das supporten, war nicht mein Geschmack. Okay? Kenne ich nicht. Ey, wie gesagt, ich kenne es wirklich überhaupt nicht. Lackflo, genau, Flo. Genau. Also wir probieren das mal morgen. Ich hab dieses Probierpaket in der Halle stehen. Ich habe mir noch nicht getraut, bisher das zu trinken tatsächlich. Ich bin eher dafür, dass das Lemon Soda hier jetzt mal anfängt, hier in Deutschland hier ihren Scheiß zu verkaufen mit ganz großer Werbedingsen, weißt du? Da bin ich dabei. Ich kenne das aber nicht, das Zeug. Mal probieren. Hast du den Trailer genutzt? Schon genutzt den Dreiachser? Nee, noch nicht, Mikey. Aber ich habe bald einen
Transport damit. Einen Trecker will ich damit transportieren die nächsten Tage. Trink weder Energy noch Pulverzeug. Ich glaube, das ist sogar beides. Energy als Pulverzeugs. Ich bin wieder da! Hä? Also das war gerade wie so ein Schalter, Alter. Da war einfach mal original einfach das Internet aus. So wie so ein Schalter. Klick, Internet aus. Klick, Internet wieder an. Hä? Verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Frag mich nicht. Der die begeistert. Aber naja, gut. Es geht ja wieder. Teil komisch. Naja, gut. Ich würde sagen, dieses Holy-Zeug, das probieren wir morgen, Gordon und ich. Und wenn wir das mögen, dann machen wir was damit. Und wenn wir es nicht mögen, dann machen wir nichts damit. Ganz einfache Geschichte. Ne, ich habe momentan auch ganz viel, wisst ihr, worauf mir Kali auf den Sack geht, dieses komische, wo der das OBD-Ding, was er da reinsteckt, aber nicht ein Placement für die machen sollen. Alter, ich weiß ja nicht mal, wo ich dieses Kali reinstecken soll. In mein Trabi oder was? Die schreiben mich ja auch alle an, weißt du, wie jeden anderen Influencer auch. Und hier, weißt du, das ist das Problem.